Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Silver. Wir stehen relativ gesehen kurz vor dem Endkampf. Und ich muss dazu allerdings sagen, ich habe den Kampf recht schwer in Erinnerung. Deswegen habe ich nochmal nachgeschaut, wie der genau funktioniert. Also nicht wundern. Ich wollte ja nicht ständig, dann an dem Kampf hängen. Na gut, wie dem auch sei, wir gehen weiter. Und danach sollten wir wirklich zum Endkampf kommen. Und? Ja, das immer. Jennifer, sie kann euch nicht hören. Ich wollte euch das Drama einer herzzerreißenden Wiedervereinigung ersparen und habe sie in Trance versetzt. Wie gnädig. Aber keine Sorge, ich werde euch nicht euer Recht verwehren, sie sterben zu sehen. Was ist mit den anderen Frauen? Sind sie noch am Leben? Ja, noch. Sie sind an einem anderen Ort untergebracht und warten geduldig. Ich wollte mich nur nicht um das Vergnügen bringen, dem Leben dieser drei hier persönlich ein Ende zu setzen. Herr, ihr habt die Rebellen so, wie ich es euch versprochen habe. Also bitte lasst mich gehen und sagt mir, wo ich Camille finde. Silver, bitte! Ich flehe euch an, sagt mir, wo finde ich meine Frau? Nein, ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Aber Herr, wir hatten einen Handel abgeschlossen. Ihr habt mir euer Wort gegeben. Welchen Wert hat ein Versprechen, das einem rückgratlosen Nichts gegeben wurde? Camille wird zusammen mit den anderen geopfert. Nein! Also das... Und jetzt seid ihr dran. Hätte er sich doch vorstellen können, dass es so ist. Gut. Silver selber können wir nicht angreifen. Der ist unverwundbar. Aber hier oben hängt eine Kugel. Und, die können wir... Die können wir doch machen. Und da sieht man auch schon, dass Silver, David? So, jetzt müssen wir Eis drauf zaubern. Moment, das nehmen wir doch gleich mal hier und zaubern Eis drauf. Und so müssen wir das mit allen Kugeln machen. Gut. Moment. Hör auf zu zaubern. Wir gehen auf den Heilzauber. Oh. Geh mal zur Seite. Du auch hier drauf. Heilzauber muss ich anscheinend, separat immer machen. Ah. Ach, Mist. Das klappt irgendwie gerade nicht richtig, wie ich es haben will. Das ist gerade etwas schwierig. So, jetzt er nochmal hierher. Und sie soll einen Heiltrank nehmen. So, das nächste ist wieder Blitz. Das sollte wieder automatisch gehen. Hallo? Nicht den Zauberer angreifen. Sehr schön. Er soll, glaube ich, auch nochmal einen Heiltrank nehmen.
Hat er jetzt nicht genommen? Doch, hat er. Oh. Und er soll... Die sollen wieder angreifen. Und hier wechseln wir zu Erdsauber. Ja, heilen wir schnell mal. Sie greift weiterhin an. Er soll jetzt so Säure nehmen und angreifen. Gut, kann ich jetzt gescheit heilen? Ja, jetzt geht's. Sie soll auch angreifen, sehr schön. Und er soll mal einen anderen Zauber auswählen. Seid sauber. Ach, das geht auch nur mit Dings. Okay, das war Zeitsauber. Jetzt haben wir noch einen Lichtsauber. Geh mal weg da, weg da, weg da, weg da. Und du greifst auch mal an. Und du nimmst mir mal wieder so ein, zwei Kugeln hier. So, das sollte doch langen. Sehr schön. Es hat gelangt. Es war doch gar nicht mal so schwierig, wie ich gedacht habe. Schon sehr lange herbeigesehnt haben. Also dann, bringt es zu Ende. Nein. Was? David, ihr müsst ihn töten. Ohne seine Macht ist er schon so gut wie tot. Er wird es ertragen müssen, den Rest seines Lebens als hilfloser alter Mann zu verbringen, auf ewig dazu verdammt, sein Versagen zu durchleben. Oh, auch nett. Euer Mitgefühl ist bewundernswert, aber ihr unterschätzt ihn. Seine Verderbtheit würgte den Hals seiner Frau und seine Gier machte ihn zum Jünger von Apokalypse. Es war nicht seine Macht, die ihn böse werden ließ. Sie machte es ihm nur einfacher. Jetzt tretet zur Seite. David, tretet zur Seite. Es ist vorbei. David! Seva hat mir gesagt, du seist tot. Und hätte dich in seinen Fängen zurückgelassen? Niemals. Die anderen Frauen. Wir müssen sie finden. Und retten. Sie wurden gepeinigt und in den finstersten Räumen des Palastes festgehalten. Woher wisst ihr das alles? Wer seid ihr? Ich bin Silvers Nemesis. Seine gerechte Strafe. Ich war von Anfang an bei euch. Silver glaubte, ich sei tot. Durch diesen Glauben fühlte er sich unverwundbar. Und er wurde unvorsichtig und gierig. Also blieb ich im Hintergrund und half euch, ohne selbst in Erscheinung zu treten. Das ist nett. Schweigt! Jemand muss für Silvers Tod büßen! David, wir müssen uns vereinen. Das ist unsere einzige Chance. Also gut, aber beeilt euch! Okay, und wie funktioniert das? Krasse Sache. Jennifer! Ich liebe dich. Okay, willkommen zu dem letzten Endkampf. Und zwar geht es gegen Apokalypse. Ja, diesen Kampf habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und jedes Mal verloren. Deshalb nicht wundern. Zeigt euch!
Oder gesteht der mächtige Gott Apokalypse eine Niederlage ein? Steht zu eurer Feigheit und ich werde vielleicht milde walten lassen. Ja, deswegen nicht wundern, wenn ich hier schon ein bisschen was weiß hier. Und der Kampf hat's echt in sich. Er folgt zwar nur einem bestimmten Muster. Also jedenfalls relativ ähnlich diesem Muster. Aber er hat's echt, sind ziemlich viele Sachen dabei. Vor allem kann ich mich nicht heilen, hab keine Heiltränke mehr und nichts mehr. Eure geheuchelte Kühnheit ist mitleiderregend. Ich habe nur noch ich habe jetzt ein Schild, das Schwert, eine Spezialfähigkeit, der Falke. Und das war's eigentlich. Ja, wo landet er dann? So, nach so einem Angriff setzt er diese Energieblitze ein. Da muss man einfach noch weglaufen. Dann setzt er diese Kugeln ein. Die kann man mit dem Schild einfach davon schleudern. Gut, es kommt dann nochmal. Weg. Ab und zu setzt er diese Fähigkeit ein. Wann er die genau einsetzt, das habe ich jetzt noch nicht rausgekriegt. So, und jetzt setzt er wahrscheinlich gleich die übelste Fähigkeit ein, die mir immer Probleme macht. Und zwar die hier. Diese Vulkane zum Ausbruch bringen. Da kann man so schlecht ausweichen, finde ich. Das habe ich bisher noch nicht richtig rausgekriegt, wie man da am geschicktesten ausweicht. Mich treffen sie fast immer. Und das ist ein kleines Problem. Manchmal machen sie nämlich alles auf einem Feld. Manchmal geht es aber auch über das ganze Feld hinweg. Und ich habe noch nicht wirklich rausgekriegt, wie man das bestimmen kann, wo sie jetzt genau landen. Bisher sieht der Kampf aber noch gar nicht mal so schlecht aus. Er sieht besser aus als die anderen Male. So. Ja, ich sag ja, manchmal bleibt es auf einem Fleck und manchmal übers ganze Dings hier rüber. Ah, shit. Ich wollte doch Ding einsetzen. Das war jetzt nicht gut. Und das auch nicht. Ich bin da irgendwie nicht weitergekommen. Jetzt sieht es schon wieder nicht mehr gut aus. Überhaupt nicht mehr gut. Gut, hier sind wir jetzt gut weggekommen. So, weg hier. So, okay. Ich glaube, das ist egal, wie man rumsteht. Gut, hier sind wir auch wieder gut weggekommen. Weg. Das hat uns dummerweise erwischt. So. Das ist einfach, die Feuerbälle wegzumachen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Oh, der Lieferbär ist auch ganz gut. Gut. Jetzt sieht es in etwa wieder ausgewogen aus. Wobei ich gerne noch mehr Dings gehabt hätte. Oh. Na doch, er macht's. Jetzt hat er mich gerade ein bisschen irritiert, aber es macht. Das hat jetzt voll gesessen. Ich sag ja, manchmal sieht es ganz gut aus und dann kommt wieder so ein Schlag, wo er einen voll erwischt
Und dann sieht es überhaupt nicht mehr gut aus. Und so ist es mir auch die meisten Zeit jetzt gegangen. Noch hat, jetzt hat er noch ein bisschen mehr HP als ich. Sprich, es sieht wirklich nicht so sonderlich gut aus. Das eine Mal, wo er mich da voll erwischt hat, das sah überhaupt nicht gut. Ich darf nicht so nicht dran stehen, das ist das Problem. Okay, das. Jetzt habe ich ihn wieder gut erwischt. Wieder ungefähr Gleichstand. Ein bisschen mehr HP hat er noch als ich. So. Gut. Und diesen mit dem AE außenrum, das habe ich auch noch nicht ganz begriffen, wann er das macht. Meistens ist es dann zu spät und ich komme nicht mehr rechtzeitig weg. Ja, da bin ich auch wieder voll erwischt. Sag ja, das ist nicht so einfach. So, das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber der Bosskampf, der hat es echt in sich, vor allem weil es so unberechenbar ist, gerade wegen diesen... was macht er? Es landet er? Auch gut. Ja, das macht er auch ab und zu mal. So, dann lande mal. Oh, ich habe ihn fast. Ja, das wird ein enges Spiel wieder. Das wird wieder ein enges Spiel. Vielleicht schafft man diesmal sogar, wenn ich jetzt gescheit ausweichen kann. Da kommt sogar her. Wenn ich jetzt schaffe, auszuweichen. Okay. Mist. Vielleicht langs mit den Feuerbällen, die er speit. Vielleicht langs. Ich glaube, es hat gelangt. Okay, er fliegt nochmal weg. Feuerbälle. Hey! Ich würde sagen, wir haben ihn. Das war eng, aber wow. Was für ein Feuerwerk. Wir haben gerade den Gott Apokalypse besiegt. Boah, wie geil. Huihu. David. David, geht es dir gut? Ja. Komm, wir müssen hier weg. Sofort. Hört ihr das? Was ist hier los? Ihr stürzt gleich alles ein. Lauft! Ja, das ist ja normal, dass alles einstürzt. Besiegt den Bösewicht und alles stürzt ein. Das Krasse ist nur, dass es war erst, das passiert erst, als wir Apokalypse besiegt haben.
Lauft schon! Wo haben sie die Frauen gelassen? Waren die nicht gerade eben noch da? Egal. Nicht stehen bleiben, einfach laufen. Nicht schlecht gesprungen. Wegteleportiert, was ist mit uns? Ah, jetzt hat. Tja, damit ist Silvers Macht und auch Apokalypses Macht gebrochen, wie es aussieht. Und da segeln sie schon wieder weg. Ich hoffe, sie haben die anderen Frauen auch noch befreien können. Was ist passiert? Wie habt ihr es geschafft, so viele Menschen von der Insel zu teleportieren? Nachdem Silvers Kräfte schwächer geworden waren, konnte er die Insel nicht länger vor mir abschirmen. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Endlich weiß ich wieder, wie es sich anfühlt, ein freier Mann zu sein. David, ich danke euch. Jeder Mann und jede Frau hier trägt Narben von diesem Sieg davon. Der Ruhm gebührt uns allen gemeinsam. Ja, das denke ich auch. Und alle wurden gerettet. Das ist auch sehr schön. Ja, und das war auch die letzte Seite in diesem Buch. So, und das war Silver. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das Spiel Spaß gemacht. Bis auf die ein, zwei Stellen, wo es gab. Zum Beispiel die mit der Glocke. Die war schon ziemlich übel, dass das nicht richtig angepasst worden ist und fast nicht zu schaffen war. Aber ansonsten fand ich das Spiel doch sehr, sehr schön. Das Ende hätte vielleicht auch ein bisschen besser sein können und ein bisschen länger, aber gut. Ansonsten finde ich das Spiel wirklich sehr schön. Vor allem, dass man halt mit dem Schwert so hin und her sich bewegen kann und so weiter, hat schon was ziemlich gehabt. Und der Endboss, der hat es wirklich in sich gehabt. Das habt ihr jetzt gar nicht mitgekriegt, weil ich es rausgeschnitten habe, weil sonst wäre dieser Teil einfach zu lang geworden. Also den habe ich echt mehrmals probieren müssen. Und habt ihr auch gesehen, ganz am Schluss, es ist sehr, sehr knapp geworden. Ich habe eigentlich schon nicht mehr mitgerechnet, dass ich den schaffe. Aber schlussendlich hat Apokalypse doch nicht gesiegt, sondern wir haben es doch noch geschafft. Ich werde jetzt noch die Credits durchlaufen lassen. Ob danach noch was kommt, habe ich keine Ahnung. Ich glaube es zwar nicht, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ich werde es durchlaufen lassen. Wenn noch was kommt, dann kommt noch was. Wenn nicht, dann kommt nichts mehr. Ich hoffe, ich sehe euch bei einem nächsten Let's Play. Ja, wieder. Und dann sage ich mal
danke, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und macht's gut. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Let's Play. Was es genau ist, weiß ich noch nicht. Ich habe eine Idee. Aber ja, das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Dann sage ich mal danke und tschüss.